Der Zweck von Wissen. Und mit Wissen meine ich, es gibt Unmengen an Quellen. Seminare, Lernkreise, Vorträge, es gibt sogar YouTube-Videos. Es gibt so vieles da draußen. Und der Muslim hat heutzutage unzählige Zugangsmöglichkeiten zum Wissen. Wie dem auch sei. Unglücklicherweise fehlt uns leider eine Sache. Und das ist die Umsetzung. Die Umsetzung des Wissens. Die praktische Anwendung des Wissens. Die praktische Anwendung des Wissens fehlt. Es kommt einem so vor, als wären wir süchtig geworden, süchtig nach Wissen. Wir wollen immer mehr wissen, mehr erfahren, mehr lernen. Aber wir setzen nichts von diesem um. Beziehungsweise das meiste davon bleibt nur Theorie. Oftmals sieht man jemanden einen Vortrag besuchen und man hört von ihm, es war großartig. Aber das meiste davon hatte ich zuvor schon gehört. Ich habe kaum etwas Neues gelernt. Subhanallah. Die Frage ist, wie viel davon setzt du praktisch um? Die ganzen Dinge, die du bereits zuvor gehört hast. Wo ist die Umsetzung dieses Wissens? Selbst wenn es um den Koran geht, ist uns bewusst, dass die meisten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran nicht auswendig gelernt hatten? Und heutzutage will jeder zweite Hafiz werden. Aber wo ist die Umsetzung des Koran? Umar radiallahu anhu sagt über sich selbst, ich habe 12 Jahre gebraucht, um Surah al-Baqarah zu lernen. Surah al-Baqarah, die ein moderner Hafiz innerhalb einiger Monate erlernt, und Umar radiallahu anhu benötigt dazu 12 Jahre. Warum? Weil, er sagt weiter, da ich nicht eine einzige Ayah auswendig lernte, ohne sie vorher in meinem Leben umgesetzt zu haben. تيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون